Wie immer, meine kleine Hoffnungsausschuss. Ich möchte mich entschuldigen für meine nicht so gute Deutsch. Ich hoffe trotzdem, dass Sie alles verstehen werden. Mein Stil in der Vergangenheit und auch Versuche in unserer Perle auf dem Tor, auch heute machen, eigentlich ein Overview zu bekommen, eine Übersicht über den Parascha, zu sehen, welche Themen sind hier, Ideen, wie Rabbiner nennen das sehr oft in amerikanischer Ebene, nennt man das Drasha Nuggets, kleine Nuggeten, kleine kurze, eine kleine Sekunde. Honey, 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 I'm giving a share, just, Entschuldigung, Gott sei Dank, die Kinder sind auch sehr aktiv. Also die kleinen Perlen, genau wie der Titel sagt, eigentlich ist es keine gute Idee für Rabbiner, alle die mögliche Divrei Tora Materien wegzugeben für die Wochenende. Aber das, was ich jetzt machen werde. Erstens, Parashat Mishpatim, das Wort Mishpat bedeutet Gericht. Diese Woche fangen wir an, eigentlich eine von den wichtigsten Themen in der Tora, und das ist Zivilrecht. Die Gesetze von die sogenannten Ben Adam Lechavero, zwischenmenschliche Gesetze. Ohne diese Gesetze unsere Welt funktioniert nicht. Vielleicht erinnern Sie, oder vielleicht haben Sie die Geschichte gehört über Hillel. Hillel, eine von den größten rabbinischen Persönlichkeiten der Talmud, eigentlich von der Mishnah, ungefähr im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, lebt da gleichzeitig mit einem anderen Rabbiner, Shammai. Hillel und Shammai waren die Leiter. Hillel war der Präsident und Shammai war der Af Beit Din, der Leiter von der Sanhedrin in Jerusalem. Und der Talmud im Traktat Shabbat gibt uns gute paar Geschichten über diese zwei unglaubliche Persönlichkeiten. Hillel war der heißblütige, der temperamente Persönlichkeit und Entschuldigung, Shammai war der temperamente Persönlichkeit und Hillel war die ruhige Persönlichkeit. Und die Tora gibt uns, der Talmud gibt uns drei unterschiedliche Geschichte, wie eine Proselyte, ein Kandidat für Übersehen zu Judentum zuerst zu Shammai gekommen ist. Und diese Geschichte, dass ein Mann kommt zu Shammai und sagt, ich möchte zu Judentum konvertieren, aber meine Bedingung ist, dass Sie mir die Tora lehren, solange, dass ich auf einem Bein stehen kann. Shammai, der ein Architekt war, er hat in seiner Hand genau einen Ruler, einen Stock für Messung, und er hatte diesen jungen Mann geschlagen und weggeschickt mit seinem Stock. Das ist eine freche Frage. Derselbe junge Mann kam zu Hillel und fragte: Rabbiner, ich möchte zu Juden konvertieren. Und Sie müssen mir die Tora lehren, so lange wie ich auf meinen Beinen stehen kann. Hillel antwortete: Was für dich hassvoll ist, also was für dich unangenehm ist, du sollst andere nicht machen. Das ist die ganze Tora. Alles andere ist nur die Erklärung. Geh und lern. Und diese Person hat eventuell zu Judentum konvertiert. Also von dieser Zusammenfassung von Hillel sehen wir, dass eigentlich wahrscheinlich die Hauptsache von der Tora und die rabbinische Literatur ist zu lernen, was für unsere Mitmenschen schlecht ist. Wie können wir uns zurückhalten, etwas Schlechtes für unsere Mitmenschen zu machen? Und es ist kein Zufall, dass diese Zivilgesetze folgen gleich große Event von Mamat ha-Sinai, als das jüdische Volk vor Berg Sinai gestanden hat und dort von Gott selbst die 10 Wörter von dem Dekalog gehört hat. Es gibt eine talmudische Debatte, ob man nur die ersten zwei gehört hat und dann die nächste 10 war durch mit Mittler. Aber
egal wie wir das verstehen, es war ein unglaubliches Event, wo das ganze jüdische Volk die 10 Wörter gehört hat. Gleich anschließend diese Geschichte kommen wir zu den praktischen Gesetzen. Und jetzt, was müssen wir machen? Rabbi Shlomo Yitzchak in seinem Kommentar gibt uns eigentlich sehr, sehr gute Einleitung. Unser Wochenabschnitt fängt an mit den Wörtern Ve'ele und die sind die Gesetze, die sind die Rechte. Rashi sagt, wenn die Tora das Wort Ele, diese, benutzt, alles was vorher war, es ist wie es niemals war. Aber wenn wir die Tora sagen, Ve'ele, und die hier sind die Gesetze, das bedeutet, die sind im Zusammenhang, die verbinden einander. Und es gibt kein Widerspruch zwischen vorher gesagt Sache. Das bedeutet, dass hier ist die gleiche Reihenfolge von den Gesetzen. Wie er Rashi fragt, also die über die dritte, vierte und fünfte Wörter der Rashi, Asher Tassim, die sind die Gesetze, die ich vor euch stelle. Also das bedeutet, Gott hat uns das vor uns gelegt, diese Gesetze. Rashi sagt, vielleicht wir kennen das Wort Shulchan Aruch, gedeckter Tisch. Gedeckter Tisch. Shulchan Aruch ist unsere wichtigste halachische Literatur, unser wichtigstes Buch, geschrieben im 16. Jahrhundert, der eine gute Zusammenfassung von allen jüdischen Gesetzen, was für uns heute praktisch und aktiv sind. Und dieser Name, Shulchan Aruch, gedeckter Tisch, kommt eigentlich von Rashi und die Vergleiche von dem Midrash. Der Midrash sagt, wenn Gott uns die Gesetze gelehrt hat, hat uns sie so präsentiert wie ein gedeckter Tisch. Alles an seinem Ort, alles in Ordnung und alles sichtbar und alles, man kann von dem Tisch nehmen. Das ist eine kurze Einleitung für die Abschnitt selbst. Die erste Frage, was basierend auf diesem Rashi und Rabbiner Moshe Feinstein fragt, es ist trotzdem ein bisschen trotzdem komisch, dass dieser Wochenabschnitt kommt gleich nach Parashat Yitro, also in der letzten, wäre das gleich anschließend zu den 10 Gebote, die 10 Wörter, dann wäre es vielleicht relativ selbstverständlich. Aber zwischen den 10 Wörtern und unserem Abschnitt, es gibt eine kleine sozusagen Interruption, eine kleine Pause, zwei kleine Paragraphen. Diese Paragraphen ist die Paragraph von dem Misbeach. Der Misbeach ist der Altar, das jüdische Volk bauen muss. Und diese Gesetze von der Altar kommen zwischen den Gesetzen von Zivilgesetze und wieder von den 10 Wörtern. Die Gesetze von der Altar werden viel besser passen zu unserem nächsten Wochenabschnitt. Das ist Parashat Truma. Nächste Woche werden wir alles über die Gefäße und die unterschiedlichen Bausachen, die in den Tempel, also den vorläufigen Tempel im Mishkan, der Zelt des Treffens in der Wüste, gemacht wurde. So diese kleine Paragraph passt dort und nicht, also die Frage ist, was ist diese Idee, dass am Anfang, von letzter Woche Abschnitt, letzte Paragraph, Alter, nächste Woche Abschnitt, der Tempel, die zwei gehören super zusammen. Aber inzwischen in der Mitte schließt rein, kommt rein die Zivilgesetze und die kommen rein die Zivilgesetze. Die Frage ist, warum? Rashi gibt uns selbstverständlich eine gute Einrichtung, dass diese Ve'ele, das ist, was ich am Anfang gesagt habe, das ist eine Zusammenbindung von was früher war. Und
Die Tora muss uns erinnern, dass der Anfang von diesen Siegergesetzen sind nicht nach dem Alter, sondern vorher bei dem Dekalog, bei der zehn Wörter. Und das ist, diese Gesetze zu folgen, und das ist, was Rabbi Moshe Feinstein sagt, ist ein, es geht nur, wenn wir verstehen, dass selbe Gott hat uns diese Gesetze befehlt, die, der uns aus Ägypten ausgeführt hat. Die zwei müssen zusammen miteinander sein. Die Rabbiner Moshe Feinstein sagt, dass von diesem Rashi sieht so aus, dass zu glauben, dass wir als jüdische Volk, bevor Gott beim Berg Sinai gestanden sind, es ist eine sozusagen eine Bedingung zu akzeptieren, die Zivilgesetze. Wenn wir ein bisschen nachdenken, wie unsere Sozialgesellschaft heutzutage funktioniert, selbstverständlich alle versuchen, eine Verfassung benutzen, die Verfassungsdemokratien, Konstitutionsdemokratien funktionieren so. Aber wir sehen, ich komme aus Budapest, aus Ungarn, und mein Herz tut sehr oft weh, wenn man sieht, dass hinter den Kulissen, wie man auch gegen diese Konstitution Gesetze durchführen kann, die nicht ein allgemeines Gut fühlen, sondern immer nur persönliche Gute, Güte, dann ist es, man kann verstehen, warum ist es sehr wichtig für uns zu wissen, bevor wir alle Gesetze machen, dass der Ursprung von diesen Gesetzen ist eigentlich Gott selbst und nicht wir. Und es gibt Werte über unsere Werte, was wir denken, und es ist nicht immer über Demokratie. Wenn eine Gesellschaft entscheidet im Großen, dass sie in bestimmte Gesetze folgen möchten, das nicht gut ist, wir sollen nicht vergessen, dass die größte Tragödie in der Welt, auch vor im Jahr 70 Jahren hier in Deutschland, das war alles rechtlich. Es war alles eigentlich in einem Rechtsstaat durchgeführt, die basierend auf den Gesetzen. Also die Gesetzgebung selbst ist nicht genug. Wir brauchen etwas mehr. Und dieses Mehr ist zu verstehen, dass alles, dass diese Gesetze sind göttlich und nicht von Menschen. Es gibt eine interessante griechische Debatte zwischen Aristoteles und Plato, ob es möglich ist für einen Mensch zu wissen, dass ein bestimmte, also ein Tat A gut ist und Tat B nicht gut ist, und trotzdem, dass ein Mensch der Tat B macht. Plato sagt, dass es ist unmöglich, Plato war der Lehrer von Aristoteles, es ist unmöglich für einen Mensch zu wissen, dass A ist schlecht und A ist gut und B ist schlecht und trotzdem B zu tun. Das ist nicht möglich. Gleichzeitig, Aristoteles sagt, es ist das, was wir sehen, dass es nicht so funktioniert. Es ist möglich, dass man versteht, dass A gut ist, B ist schlecht und trotzdem man B macht. Warum ist das so? Der Talmud gibt uns in Traktat Sota 3a einen interessanten Satz. Und dieser Satz auf Hebräisch sagt, Ein Adam chote ela im kene nichnas no bo ruach stut. Eine Person macht eine Sünde nur, wenn er, wenn er ruach stut, die Spirit von Blödheit, vielleicht das ist, oder Verrücktheit, in ihm kommt. Sondern es geht nicht. Und die Frage, dieses Wort stut, auf Hebräisch, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist eine, im talmudischen Verständnis, das Wort ist, also nicht wie in heute modern Hebräisch man dieses Wort benutzt, sondern im talmudischen Hebräisch, dieses Wort bedeutet vielmehr Appetit für was unsere Jezerhara, unsere schlechte Inklination führt. Und also das bedeutet, dass unsere Weisen sagten, dass wenn ich habe diese innere Führung, auch wenn ich
weiß, dass Tat A ist gut und Tat B nicht gut ist, trotzdem, ich habe in mir diese Fühlung für die B, für die schlechte Sache. Aber für das, der Hebräisch, wir benutzen das Wort Ruach Stut. Ich habe das Wort Ruach als Spirit übersetzt, aber vielleicht ist es besser übersetzen als ein Wind. Ein Wind kommt und man geht zu der anderen Seite von dem Wind. Und das ist genau so, wie es mit unserer Yetzer Hara passiert. Kommt ein großer Blasen und man geht von rechts zu links, obwohl er weiß, dass rechts ist der richtige Punkt. Wenn man aber diese Gesetze zusammenbindet mit Mamat Harsinai, versteht, dass ich zu den 10 Gebote und die 10 Wörter, was ich von Gott gehört habe, diese Gesetze zusammenbringen kann, auch wenn dieser Wind kommt. Aber wenn ich habe diesen Stock, diese Wabe am Ende, Ve'ele habe ich Shvatim, anzufassen und nicht weglassen, dann habe ich die Möglichkeit, an derselben Seite zu bleiben und die Tat A machen und nicht Tat B. Also erste und Anfangsidee wäre, dass wenn wir uns die gute Taten, unsere Seele, unsere schlechte Teil wegnehmen möchte, dann müssen wir noch stärker anpassen zu dieser kleinen Buchstabe, dieser Wav, der uns zusammenbindet mit dem Mamat Harsinai, mit Berg Sinai. Das war die erste Perl, was ich Sie sagen möchte. Und dann, wir können, also ich habe schon erwähnt, dass der erste Rashi sagt, dass die Tora-Gesetze, wie ist vergleichbar zu einem gedeckten Tisch. Die Frage ist, warum genau diese Analogie ist, was unsere Weisen in der Talmud benutzt haben, als gedeckter Tisch. Ich denke, dass diese Idee ist eine von den einfachsten. Sehr viel ist abhängig von Präsentation. Wenn man die Gesetze hört und Ideen von der Tora hört, man kann das so sagen, dass man weg und weiter von den Traditionen hört, und man kann das so sagen, dass es mehr zu der Seele spricht und man zusammenbindet. Man kann sagen, wie blöd es ist, dass für Juden, dass sie können nicht ein Auto fahren. Aber wir erklären die gute, positive Einflüsse, die sozial-gesellschaftlichen Einflüsse, die Familieneinflüsse von diesen Gesetzen von Schabbat. Man kann verstehen, dass es ist nicht schwarz und weiß. Alles ist eine Frage von Präsentation. Rashi und der Talmud benutzt diese Analogie von gedeckter Tisch. Wenn wir einen schönen gedeckten Tisch sehen, möchten wir hinsetzen, möchten wir von diesem Tisch essen. Und das ist die Idee, dass wenn wir Tora lernen, wenn wir über Tora sprechen, wir sollen unsere Beste versuchen, alles schön formulieren, dass die Wörter zu der Seele von den anderen Menschen sprechen. Das ist eine sehr, sehr schwere Arbeit, aber das ist sehr, sehr wichtig. Also das ist auch ein bisschen Einführung zu unserer Wochenabschnitt, Mishpatim. Die erste Thema, das die Tora bringt, ist eigentlich eine sehr schwere Thema zu verstehen. Das ist das Thema von Eved Ivri, eine nicht-jüdische Sklave. Generell zu unserer Generation verstehen über Sklaverei. Das ist ein großes Problem. Gott sei Dank, wir hatten niemals solche Erfahrungen gehabt, was bedeutet Sklaverei. Aber wir sollen verstehen, also wir sollen die Frage stellen, warum ist dieses Gesetz als erste festgestellt? Unsere Weisen antworten, dass das war der Punkt, als die Juden rausgekommen sind, sie haben erinnert, was bedeutet Sklaverei. Und deshalb, wenn Gott mit den Zivilgesetzen anfängt, sagt, jetzt, ihr habt Sklaverei gesehen, ihr habt das Gesetz, ihr müsst einen Sklave nach 6 Jahren freilassen. Das ist der Punkt von Inspiration, das ist der Punkt von, wenn man noch anfassen kann.
Und wenn wir ein bisschen nachdenken in Erziehung, in unserem kleinen Bereich, in unserer Familie, unserer Kinder, es ist eine generell ein sehr, sehr guter Hinweis, dass man Carpe diem, man muss die Minute, die Sekunde anfassen, zu sehen, in welcher Sekunde kann ich eine bestimmte Message, eine bestimmte Nachricht besser zu meinen Kindern übermitteln, dass sie es besser verstehen und dass sie es langfristig halten. Gleichzeitig ist es sehr wichtig zu wissen, dass sehr viele von unseren Rabbinern und generell sind immer dagegen für Strafe in der Sekunde von, wenn jemand etwas gemacht hat, insbesondere wenn wir über Kindererziehung sprechen. Wenn ein Kind etwas Schlechtes macht, man soll Zeit geben, bevor der Strafe, dass das Kind versteht, dass es ist nicht in eine impulsive Reaktion, sondern es ist eine logische Reihenfolge, auch wenn mit Deliberation, mit großem Nachdenken, wie man das erreicht, zu einer Strafe zu kommen. Also wenn man einen Fehler macht, die Strafe muss immer ein bisschen, also man soll als Eltern nicht in seine heiße Temperament die Strafe gleichzeitig geben, sondern immer ein bisschen warten. Hier aber, wenn man selbst eine Situation erlebt, das ist die beste Situation, die beste Zeit, eine bestimmte Message zu erklären. Deshalb, Gott fängt mit den Gesetzen von den Sklaven an. Also ihr habt das erlebt, gerade jetzt, ihr müsst das machen. Ich möchte noch ein Perle in diesem kleinen Abschnitt von Sie teilen. Vielleicht Sie wissen, dass eine Sklave, wenn er nach 6 Jahren nicht freigehen möchte und er sagt, ich bin sehr glücklich, wie ich bin mit meinem Master, ich möchte gern bleiben, dann er hat die Möglichkeit, aber dann verliert er seine Freiheit. Er bekommt ein Piercing in der rechten Ohr. Nicht, man denkt, dass dieses Piercing hier unten war. Nach Halacha, dieser Teil von dem Ohr, also dieser untere, ich weiß, es tut mir leid, weil kenne ich das Wort nicht, das ist nicht Teil von dem Ohr. Also dieses Piercing kommt schon höher in den rechten Ohr. Die Frage ist, warum kommt diese Piercing im Ohr? Unsere Weisen sagen, dass Gott hat uns in der Wüste gesagt, Bnei Israel Avadayim, die Juden sind also ein jüdischer Sklave, muss die Tora wissen. Und die Tora hat uns gesagt, das jüdische Volk sind meine Sklaven, meine Avadim, meine Diener. Und dieser Ohr, der diese Wörter gehört hat und weiß, dass er ein Diener von Gott ist und er gibt auch diese Master von Gott zu einem anderen Master von Fleisch und Blut, dann braucht er eine Erinnerung in seinem Ohr. Meine erste Rabbiner haben mir gesagt, wenn wir die Dekalog letzte Woche gelesen haben, ich sage das Dekalog, die 10 Wörter, viele übersehen die 10 Gebote, aber die sind ein bisschen mehr als 10 Gebote. Aber die komischste ist die erste Gebot. Ich bin der ewige eure Gott, der euch aus Ägypten von Sklaverei ausgeführt hat. Die Frage ist, wo ist hier das Befehl? Wie ist das ein Gebot? Mein erster Rabbiner, Rabbiner Tomasz Roy aus Ungarn, hat mir erzählt, dass das Gesetz von Freiheit, das erste Wort von den 10 Gebote, ist das Befehl, dass wir freie Menschen sein sollen. Wir sollen verstehen, dass wir sind ausgeführt von der Sklaverei und wir sind nicht mehr Sklaven. Und diese Ohr, das auch diese Gesetz, direkt von Gott gehört hat, möchte ein Fleisch und Blut
Master haben, dann er bekommt ein Merkmal. Jetzt, ich möchte aber hier etwas hinbringen. Es gibt auch positive Aspekte für das. Ich kenne viele Rabbiner, die manchmal, auch wenn sie haben eine gute Gemeinde, und sie möchten nicht weggehen, aber es für bestimmte Gründe, es gibt also unterschiedliche Rabbiner, unterschiedliche Probleme. Es gibt vielleicht eine bessere Stelle, es gibt bessere Möglichkeiten der Erziehung. Wenn ich auch über solche Fragen meine Rosh Yeshiva in Israel, Rabbiner Binyamin Moskowitz, gefragt habe, er hat mir eine wunderbare Antwort gegeben von unserem Wochenabschnitt. Und dieser Vers ist Vers 5 von Kapitel 21. Wenn der Sklave sagt, Ahavti et Adoni, ich liebe meinen Master, et Ishti, meine Frau, die er mich gegeben hat, ve et Banai und meine Kinder, die in Sklaverei geboren sind, Lo etze chofshi. Er geht nicht raus. Also er wählt für sich Sklaverei. Die Rabbiner von der Soloveitchik-Familie, von Brisk, Litauen, haben diesen Satz ein bisschen anders gelesen. Wie immer Morio Mach Evet, Evet in diesem Fall der Arbeiter von Gott, der Gott dient. Hafkiet Adoni, ich liebe meine Maß, ich liebe Gott. Et ishti, meine Frau, wer ist meine Frau? Die Tora, die Gesetze von der Tora. Ve et Banai und meine Kinder, wer sind die Kinder? Die Gemeinde, für wen ich Verantwortlichkeit genommen habe. Lo etzechofshi, er hat kein Recht wegzugehen. Wenn man versteht, dass er Gott liebt, die Tora liebt und die Menschen, für wen er arbeitet, er hat kein Recht freizugehen. Er ist verbunden mit seiner Gemeinde und er muss dort bleiben. Also das waren die Antworten von meinem Rosh Yeshiva aus Israel. Bisschen mehr in der Richtung von, also es gibt zwei Möglichkeiten von den Sklaven. Also wie ist eine jüdische Person Sklave geworden? Das klassische Beispiel in der Talmud ist, dass jemand eine Straftat macht und für das muss er zahlen, aber er hat keine Möglichkeiten, die Strafe zu zahlen und dann muss er sich als Sklave verkaufen. Und eine von diesen, also die Beispiel für diese Sünde ist Diebstahl, aber nicht Diebstahl, sondern Kidnapping, dass man eine Person stiehlt. Eine Sekunde, Rabbiner Shimon Schwan, ein Deutschland geborener Rabbiner, der die jüdische Gemeinde, der klassische deutsche Gemeinde in Washington, heißt im Norden Manhattan, nach Rabbiner Breuer übergenommen hat als führende rabbinische Persönlichkeit. Er sagt, dass dieses Beispiel ist nicht also dieses Beispiel von einem Mensch zu stehlen, einem Mensch wegzunehmen von seiner Familie, ist nicht nur ein einfacher, inhumane Tat, dass man jemand von seiner Familie, von seinem Zuhause und seine Freunde wegnimmt, dass er ihm als Gefangene zu halten, also das ist die klassische Fall von Anfang, sondern es ist ein extra Gesetz, das in den 10 Wörtern, der Dekalog steht. Ich weiß nicht, ob letzte Woche Sie die 10 Gebote, der Dekalog gelesen haben, aber eines ist, lohnt sich noch, stehle nicht,
Unsere Weisen erklären, dass es hier, es ist nicht über Diebstahl von kleinen Sachen. Das ist ein Stelle von, also Diebstahl von Menschen. Also der Asherah Tadibros spricht nicht über kleinen Diebstahl von Geld oder Objekten, sondern basierend auf der Auslegung, warum es muss so sein. Also es ist ein bisschen mehr kompliziert und lang Debatte, genau wie unsere Weisen das verstanden haben. Aber der Tora spricht nicht über finanzielle Diebstahl, sondern Diebstahl von einem Mensch. Und deshalb zu verstehen, dass also die, deshalb die, wenn jemand in diesem Fall da seine Strafe ist, dass er zahlen muss und er kann nicht, er ist Sklave geworden, das ist also das ist die die schlimmste, weil er hat einen anderen Mensch weggenommen, dass er vollkommen sein möchte, und er hat sich selbst als Sklave in eine Situation gebracht, dass er möchte auch nicht mehr sein, als er zurzeit ist, sondern ein Sklave zu bleiben. Das ist wahrscheinlich eine von den größten Problemen von Sklaverei. Wenn jemand wählt, dass ich möchte nicht mehr zurück in die freie Welt gehen, sondern ich möchte Sklave bleiben, das ist eine negative Sache in den Augen von dem Volk. Und man soll verstehen, dass man soll seine eigene Freiheit auch produzieren. Er hat, dieser Mensch, hat die Freiheit von jemandem weggenommen und jetzt möchte er auch seine eigene Freiheit. Das ist etwas, das nicht positiv angesehen ist. Über unsere eigene Freiheit, die Tora möchte uns lehren, dass wir sollen nicht aufgeben. Manchmal diese Sklaverei ist figurativ. Heutzutage leider wissen wir das ziemlich gut, was bedeutet, moderne Sklave zu sein. Moderne Sklaverei bedeutet Handy und immer alert zu sein, immer in Notstand zu sein, dass jede Minute ich kann eine Nachricht bekommen. Arbeit gehört nicht auf, auch für Rabbiner. Sie müssen also nur, dass Sie wissen, nach unserem Lernen um 8 Uhr habe ich ein anderes Lernen. Es ist nicht wie damals war, dass von 8 bis 4 Uhr nachmittags eine feste Stelle. Nein, das ist eine andere Zeit. Und sehr oft wir gewöhnen uns ziemlich gut an zu dieser Situation und wir möchten nicht mehr rausgehen, wir möchten nicht mehr frei zu sein, wir möchten nicht mehr entdecken, was wir vielleicht mehr als was wir zur Zeit haben im Leben erschaffen können. Das ist, die Tora sagt in diesem Fall, das ist keine positive Sache. Man soll versuchen, seine Beste in seine eigene Potenzial in der Welt zu maximalisieren. Wir gehen weiter und der nächste Paragraph in unserem Abschnitt sagt uns die klassischen Wörter, also ich spreche jetzt für eine kleine Sekunde. Das ist in der zweiten Alia, der zweite Abschnitt, Abschnitt, und das ist Vers 24 im Kapitel 21 in der Tora. Ich erzähle erst eine Geschichte. Und diese Geschichte, ich war eingeladen von der jüdisch-christlichen Arbeitsgemeinschaft hier in Leipzig vor ein paar Jahren, also vor 5 Jahren, zu einer Tagung von Lernen. Und sie haben auch eine muslimische Frau eingeladen. Und sie hat über ein schreckliches, damals, es gab eine Geschichte, leider, es gibt immer wieder solche Geschichten, das basiert auf den Scharia-Gesetzen. Ein Mann, der das Gesicht von seiner Frau mit Säuer kaputt gemacht hat, als
Strafe bekommen hat, dass seine Frau kann jetzt dieselbe über ihn machen. Und das war die Schaläge. Also eine sehr, sehr praktische Applikation. Und was sie gesagt hat, dass sie haben das von uns Juden gelernt, was Auge für Auge, Zahn für Zahn. Und für mich, das war schockierend. Insbesondere, weil wir, also insbesondere Rabbiner, gucken über jüdische Gesetze viel mehr durch die Brille von unserer Weisen, wie sie unsere traditionelle Talmud verstehen. Und unsere talmudische Debatte auf zwei Seiten sagt sehr, sehr klar, Auge für Auge, Zahn für Zahn, das ist kein Wortverständnis, das ist kein literarisches Verständnis. Finanzielle Kompensation. Genau wie es heute funktioniert. Man hat keine andere Möglichkeit, diesen Text, wenn man alle Stellen zusammenbringt und alle kleinen Feinheiten von den Möglichkeiten, eine gleichwertige, echt Auge für Auge Gesetz zu machen. Deshalb es ist ausgeschlossen, also es ist komplett ausgeschlossen, dass dieser Abschnitt spricht nicht über finanzielle Kompensation. Warum war das sehr wichtig? Warum habe ich hier so eingeleitet? Weil insbesondere diese Stelle hört man sehr oft, wenn jemand mit Judenhass spricht, sagt, dass ihr seid eine Nation von Revenge, von Vendetta. Ihr habt diese Gesetze von Auge für Auge. Wir haben das nicht. Wir haben das. Aber wir verstehen das nicht, wie Sie es unsere Bücher verstehen. Sehr, sehr wichtig, dass wenn wir unsere Bücher lesen, wir lesen das immer mit der Brille von der mündlichen Tradition und nicht, wie Sie das möchten. Und wahrscheinlich auch deshalb ist ein wichtiger Fasttag im jüdischen Kalender, der 10. von Tevet, der 10. von Monat Tevet, als der Torah die erste Übersetzung bekommen hat, die erste griechische Übersetzung. Die Übersetzungen Wort zu Wort sind immer problematisch. Sie reflektieren einfach nicht unsere Traditionen. Ich weiß nicht, ob Sie kennen den Skulptur von Mose in Rom von Michelangelo Buonarroti. Michelangelo hat seine Skulptur von Mose zwei kleine Hörnchen gemacht. Warum? Warum hat Mose zwei kleine Hörnchen? Das ist ein alter Mann mit zwei Tafeln in seine Hände und er sitzt und er hat zwei kleine Hörnchen. Woher kommt diese Horn? Das ist eine, also ich, obwohl es gibt andere Wege zu verstehen, aber es ist praktisch zu sagen, es ist eine falsche Übersetzung in der Vulgata, in der ersten lateinischen Übersetzung in der Tora. Die Vulgata ist was wir in ein paar Wochen lesen, die Geschichte von dem goldenen Kalb. Wir sehen, als Mose von dem Berg Sinai runterkommt. Und unsere Tolle sagt, Kikaran Or Bene Moshe, das Gesicht von Mose strahlte. Das Wort für strahlte ist Karan. Wenn man das Wort Karan nicht richtig vokalisiert, sondern mit einem Segol, mit einem E, und liest das als Keren, Keren bedeutet Horn, Karan bedeutet strahlte. Und die Vulgata übersetzt, dass Mose hatte Lichthörnchen aus seinem Gesicht. Nicht wie unsere einfache Verständnis, dass das Gesicht von Mose strahlte von Licht, sondern die lateinische Übersetzung sagt, dass Mose hatte Lichthörnchen. Und Michelangelos Skulptur in Rom ist eigentlich nur basierend auf dieser falschen Übersetzung. Noch einmal, die Übersetzung ist nicht so schlimm, weil eigentlich, wenn man denkt über das Wort Horn und Richtkrone, semantisch alles kommt zusammen und das Wort und Strahlung, die sind von Gesicht, die sind etymologisch sicherlich zusammengebunden. Aber trotzdem, es gibt nicht zurück das Verständnis von was unsere Weisen basieren auf der Punktuation, basieren auf der
richtige mündliche Auslegung von dem Text geben. Und deshalb kommen wir zu dieser komischen Diskrepanz, dass eine von der wichtigsten Persönlichkeit, auch von der christlichen Perspektive, seine wichtigste Skulptur von einer von den größten Renaissance-Mastern ist mit diesen zwei Hörnchen. Das ist einfach schwer zu verdauen. Aber das ist alles, deshalb waren unsere Weisen immer ziemlich gegen Wort-zu-Wort-Übersetzung. Lassen wir ein bisschen weitergehen. Und wir gehen jetzt weiter in Kapitel 21, Vers 22 und 23. Also, Entschuldigung, wir gehen ein bisschen zurück. Anashim, wenn zwei Menschen streiten miteinander, Entschuldigung, ich möchte noch ein bisschen zurückgehen. Und zwar zum Vers 19 oder 18, 18 und 19. Die sind die letzten Versen von dem ersten Aliyah. Es tut mir leid, manchmal meine Gedanken springen hin und her. Ich denke, dass hier gibt es eine von der wunderbarsten Sache, die Tora, und eigentlich ein sehr interessantes Dilemma, das wir haben. Wenn Menschen streiten miteinander und ein Mann schlägt seinen Freund, beeben mit einem Stein und mit seiner Fest, der Zweite stirbt nicht, wenn er falle, mich stirbt. Aber er ist krank geworden, er muss liegen. Im Jakum, aber wenn er aufsteht, wenn er aufstehen kann und rausgehen kann, an sich selbst, und der Wund ist geheilt, Entschuldigung, ja, dann weniger, Entschuldigung, dass der Schlager, der Erste, der ihn geschlagen hat, bekommt keine Schlagen als Strafe. Rakschiftojitem, nur seine verlorene Arbeit muss er zahlen. Verapo und selbstverständlich, er muss für die Heilen sich kümmern. Wenn wir irgendwelche Krankheiten haben, wahrscheinlich haben Sie mal in der Synagoge gehört, das Gebet für die Kranken. Das Gebet für die Kranken geht, lange Text, ich bringe es zum Ende. Refuat ha-Nefesh, Urfuat ha-Guf. Wir beten Gott, dass er gibt uns Refuat ha-Nefesh, Heilung der Seele, Urfuat ha-Guf und Heilung des Körpers. Erst beten wir für die Heilung der Seele, nicht für die Heilung des Körpers. Warum ist das so? Wir denken, dass unsere Gesundheitsprobleme reflektieren unsere Seele. Ein bisschen weiterzugehen. Vielleicht haben Sie diese Konzept gehört, dass der menschliche Körper, basierend auf der jüdischen Tradition, 613 Körperteile hat. Was bedeutet ganz genau 613 Körperteile? Genauso viele Körperteile wie Wiedergeburte. Selbstverständlich, wenn Sie einen Arzt oder einen Anatom fragen, wie viele Körperteile haben wir? Sie werden lachen und sagen, die 100, also tausende kleine Knochen und alles. Wir wissen nicht ganz genau, wie die Tora-Gruppierung gibt in diese 613. Also warum ist das so, dass wir genau 613 Gebote haben, 613 Körperteile haben? Unsere Weisen erklären, dass unser Körper ist wie eine Kleidung für unsere Seele. Was bedeutet das? Wenn ich eine Jacke sehe, ich werde versuchen, hoffentlich diese Jacke nicht auf meine Beine anzuziehen. Warum? Weil ich verstehe, dass das dort nicht passt. Ja,
Bitte fragen Sie, es gab ein, ja, bitte stellen Sie eine Frage. Körperteile nach meinem Wissen sind Es gibt, nein, es gibt 248 Evarim, feste Körperteile, und 365 verbundene, also Bindungen. Also die sind auch Körperteile, die Bindungen sind auch Körperteile und die großen sind auch Körperteile. ja. Also Ah, so kommt es. Zum doch, da kommt Beispiel 613. hier, das ist ein Körperteil, das ist zwei Körperteile und diese, die Ellenbogen. Ellenbogen ist eigentlich nur eine Zusammenbindung von diesen zwei Knochen oder zwei Körperteilen, aber in Halacha, das ist Teil von der 613. Sie haben recht, dass wenn wir beten für die Heilung, wir sagen der Anzahl von der Körperteile, also 248, weil diese, also nicht die Zusammenbindung, das war für mich immer eine große Frage, warum wir nicht 613 sagen dort. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber unser Körper hat 613 Teile. Körperteile sind 248 und die Bindungen sind 365. Ja? Okay. Also die sind, das ist unser Körper. Jetzt, die 613 Gebote reflektieren unsere Körperteile. Warum ist das so? Weil unser Körper reflektiert unsere Seele. Unsere Seele ist die Kleidung für unser Körper ist die Kleidung für die Seele und die Gebote sprechen zu unserer Seele. Deshalb, wenn ich mit einem von meinen Körperteilen ein Problem habe, das bedeutet, ich habe ein Problem mit ein Teil von meiner Seele und ein Teil von der Gesetze. Leider, ich muss ehrlich sein, das ist selbstverständlich, sind kabbalistische Konzepte. Und sie sind ein bisschen weit von auch von meinem Verständnis. Ich bin leider nicht in der Lage, das schön zu erklären, genau wie es geht. Aber ein Beispiel für eine Geschichte über Rabbiner Chaim Volozhin, Rabbiner Chaim aus Brisk. Rabbiner Chaim aus Brisk war ziemlich krank und er ist zu einem Arzt gegangen. Und der Arzt sagte ihm: Sie haben diese und diese Probleme und Sie müssen diese Medikamente nehmen und Sie müssen das und das. Er hat sich sehr herzlich bedankt und er hat das Rezept aber zerrissen. Und die Studenten haben ihn gefragt, warum haben Sie das gemacht? Und er hat geantwortet, ich wusste nicht, welcher Körperteil von mir krank ist. Jetzt, dass ich weiß, welche Mitzwa, welche spirituelle Gesetz reflektiert zu diesem Körperteil. Ich weiß, was ich jetzt machen muss. Bitte machen Sie das nicht zu Hause. Wir können das in unserer Generation nicht determinieren. Wir haben keine Ahnung. Aber ich ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich recht bin, aber vielleicht, wenn jemand Probleme mit der Knie hat, der Knie, das Wort, hebräisches Wort für Knie ist Berech. Was ist die Mitzwa, der mit unserer Knie verbunden ist? Beracha. Deshalb ist es kein Zufall, wenn wir wenn wir die erste Segenssprüche sagen, wir sagen Baruch, wir machen das mit unseren Knien. Und deshalb ein Arzt, ein religiöser Arzt zu einem Freund von mir hat gesagt, du hast Probleme mit den Knien. Versuch etwas, weißt du, du musst alle die Heilungen und alle selbstverständlich Injektionen und alles nehmen für deine Arthrose, egal. Aber gleichzeitig, das ist ein religiöser Arzt, bitte verstärkt es auch die Brachot. Von jetzt ab sag die Segenssprüche mit mehr Kavana, mit mehr Konzentration. Pass besser auf, welche Segenssprüche du sagst. Das sind die Themen, die mit dem Körperteil reflektiert. Ich weiß nicht, ob die Knieprobleme von dieser Person weg waren, aber das Konzept ist so. Gleichzeitig, also die letzte Worte in unserer Abschnitt, diese Verdoppelung von dem Wort, dass man sucht, Heilung suchen, wir haben eine Pflicht, zu Ärzten zu gehen.
Viele denken, dass Judentum ist so, dass wir, also ich bin sicher, dass es gibt leider solche Fanatismus in der Welt, in unterschiedlichen Religionen, dass die religiösen Menschen sagen, nein, nur Gott muss uns Heilung geben und ich gehe nicht zum Arzt. Unsere Tora sagt es nicht so. Heilung kommt von Gott und gleichzeitig, du hast eine Pflicht von der Tora, zu einem Arzt gehen und zu einem Arzt zuhören, was er sagt. Wenn jemand heute in der Internet, leider ist es voll von guten Hinweisen für jemanden, der sehr schwer krank ist und das ist sehr, also ich weiß nicht, ich auf meine Facebook-Feed, auf der Facebook-Seite kommt hunderte von Leuten, die von sagen, gegen Krebs, der beste ist Zitrone zu trinken, Zitronensaft zu trinken, Naturzitronensaft. Und viele Menschen glauben diese Sachen, weil sie lesen lieber solche Artikel auf dem Internet und gehen nicht zum Arzt. Die Tora sagt nie so. Geh zum Arzt und hör gut zu, was der Arzt sagt. Das ist eine Tora-Pflicht. Unsere Tora sagt, wir müssen nicht verrückt sein. Wir sollen basieren auf der Wissenschaft und basieren auf der die Medizin von unserer Zeit die Heilung suchen. Ja, es ist korrekt, unsere Seele und unsere Körper reflektieren den Mitzvot, aber wir sind nicht mehr in der Generation, wie Rabbiner Chaim Brisk, der das determinieren kann, wenn ich mit meinen Nieren ein Problem habe, welche Mitzvot muss ich besser machen. Wir müssen selbstverständlich gut aufpassen und alle Mitzvot machen, aber, so gut wie wir können, aber gleichzeitig, wir haben eine Pflicht, zu einem Arzt zu gehen, wenn wir Probleme haben. Das ist, viele denken das nicht so. Also ich denke, das ist ein gutes Schlusswort zu verstehen. Ja, unsere Seele und unsere Mitzvot und unsere Körper sind eine Einheit. Aber gleichzeitig, wir müssen auch in alle Bereiche, in der physischen und der seelischen Bereich versuchen, alles für die Heilung. Und wir haben ein Mitzvot, wir müssen die Heilung suchen. Nicht nur in der seelige, sondern auch in der körperlichen Ebene. Also ich möchte jetzt Sie freigeben für die nächsten paar Minuten, also bis 8 Uhr, das ist nur eine Minute, aber es ist kein Problem, wenn ich 2 Minuten singe. Also ich, wenn Sie Fragen haben, ich bin hier und gern bereit, Ihre Fragen zu antworten. Ja? Entschuldigung, hat jemand Fragen? Nicht gleich alles einmal. Ja? Aber vielen Dank für Ihren Schiur. War sehr lehrreich heute Abend. Vielen Dank. Danke schön, Frau Schert. Alles, alles Gute. Schön, Sie wieder zu sehen. Weiter. Okay. Also in diesem Fall, Frau Labunski, Anna, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und bei allen Anwesenden. Und wenn Sie irgendwie Fragen haben oder mich kontaktieren möchten, Sie können gern durch Frau Labunski meine Kontaktdaten erhalten. Und ich wünsche auch nächste Woche ein gutes Lernen und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Abend noch wünsche ich. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.